Artikel 2 des deutschen Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Ein ziemlich toller Artikel, wie ich finde, denn er heißt, dass jeder selbstbestimmt leben soll und wir als Staat dafür da sind, dass sie eben auch ein selbstbestimmtes Leben führen können. Auch toll, weil er gut umrahmt ist, dieser Artikel. Von Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, und Artikel 3, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist. Auch dort steht nicht, dass es einen Unterschied zwischen den Menschen gibt, ob sie alleinerziehend sind, welche Hautfarbe sie haben, welche Religion sie haben oder eben nicht, dass eben jeder gleich ist und jeder dasselbe Recht hat, sich selbst zu entfalten. In Berlin würde man sagen, bei Artikel 2, dass alle nach ihrer Fasson glücklich werden sollen. Und genau das, das war immer ein grünes Ziel. Und wie dieses Ziel hier in Berlin im Augenblick umgesetzt wird und was wir als Politik noch tun wollen, darauf wollen wir uns in den nächsten Tagen bei über 30 Terminen mal auf die Spurensuche machen. Wir werden uns mit Alleinerziehenden treffen, genauso wie wir uns mit Menschen mit anderer Hautfarbe treffen werden. Wir werden uns mit Menschen an verschiedenster Religion treffen, genauso wie wir aber auch zu Kleingärtnern gehen wollen. Oder auch zu Hedonisten, die auf der Spree mit ihrem Floß fahren wollen oder abends feiern wollen. Wir werden also ganz, ganz breit und viele verschiedene Gruppen fragen, was ihre Probleme und ihre Hemmnisse sind. Und danach wollen wir uns einen Maßnahmenkatalog entwickeln, um das anzugehen, damit in Berlin wirklich alle nach ihrer Fasson glücklich werden können.